Sprung des Glaubens, nein. Wir wollen jetzt, glaube ich zumindest, zurück. Warte mal. Wir haben eine Menge Gold. Wir haben ein totes Haustier. Na komm, das mit den Energieessenzen zum Wiederbeleben kaufen können wir später auch machen. Ohne Haustier kommen wir auch eine Weile zurecht. So, hier haben wir jetzt noch ganz, ganz viel zum Aufdecken. Würde aber gerne oben anfangen. Also warten wir ganz kurz und hopsen hier rauf und hopsen daneben. Und fallen nicht schnell genug. Au. Oh. Aber dafür finden wir eine neue Kühe. Du. Mich. Auch. Ganz schön garstig gewesen. Okay. Was kommt jetzt? Wie jetzt? Ist doch bestimmt irgendwo ein Secret. Das wäre sonst ganz schön komisch, das Level. Ja. Scheint alles gewesen zu sein. Da ist kein Secret. Da ist kein Secret. Ja. Das ignorieren wir mal, kommt. Und ein neuer Geist. Der sieht aus wie der Meister von Darth Vader. Du bist neu hier. Stimmt, aber ich hänge nicht herum, weißt du? Nebenbei gesagt, es ist ein wunderschöner, schädelförmiger Schlüssel, den du um den Hals trägst. Ich, Wächter des Schlüssels. Wirklich? Und was öffnet der Schlüssel? Öffnet Buch der Toten. Ich muss Schlüssel geben an großen Nekromanten. Bist du großer Nekromant? Ja, klar. Ja, ja, das bin ich. Ich bin der große Nekromant. Mach schon, gib mir den Schlüssel. Du musst zeigen schwarze Amulette. Yeah. Ups, ich hab sie in meinem Schlafkammer vergessen. Ich komme mal zurück. Hey Zera, von welchen Amuletten redet ihr? Die Amulette der Nekromanten. In vergangenen Zeiten wurde ein Amulett an jeden Nekromanten vergeben, der sein Leben den Untoten anbot. Ihre Pflicht war es, sie zu tragen, auch in ihren Grüften. Yay, wir dürfen Grüfte plündern. Wirklich? Wenn ich die Körper der Nekromanten finde, könnten sie also immer noch diese Amulette bei sich haben. Auch wenn du sie findest, wie willst du in die besetzte Amulette kommen, ohne ihre Särge zu entweihen? Och, ich glaube, damit hat er nicht so wirklich ein Problem. Das ist einfach. Ich fasse rein und nehme sie mir. Dummkopf, kennt dein Mangel an Respekt denn keine Grenzen? Das sagt mir der Richtige. Du hast von mir Besitz ergriffen, in der Absicht, meinen Körper zu übernehmen und mich sogar zu töten. Aber das ist nicht das Gleiche. Stimmt, es ist schlimmer. Warum nicht? Aber, Zera, diskutiere hier nicht mit mir, okay? Wollen wir mal sehen, ob ich diese Amulette finden kann. 11 Stück. Boah, mal gucken. Da ist schon mal, oh. Da sind schon mal sehr viele. Warum haben wir ein Fragezeichen-Effekt gerade gehabt? So, ich glaube, hier ist schon mal eine. Nö. Särge. Ich hätte mir gedacht, das wären die hier gleich. Also jedenfalls eine davon, aber nichts da. Okay. Da nix, da nix. Oh. Ich mag diese Schädel nicht. Also wenn man alleine unterwegs ist, sind wir ganz okay, aber die zwingen uns halt keine Pets zu benutzen, weil die verrecken hier immer. Zing, nix, okay. Tom, 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 Tom. Der Hammer ist echt super. So, kein Secret. Kein Secret. Noch mehr springende Skelettköpfe. Arkanisch-magische Essenz mal 10 jetzt schon.
Werden wir echt dicht geschmissen mit. Boah, der Hammer ist so schnell, dass sie gar nicht mehr angreifen können. Sauber. So, jetzt aber, was ist da drin? Ring des Schutzes der Nekromanten. Wir haben gerade einen Ringslot frei. Was machst du denn? Schutz gegen Schatten plus 4. Also so ein Schatten, wie wir gerade in uns drin haben. Mal gucken. Mehr Schädel und Spawns hinter uns. Tierisch unfair hier. Oh. So, mitkommen. Warte mal, wir haben gerade ein Level-Up gehabt, ne? Ja, definitiv. Rüstung 1, 2, 3. Konstitution noch ein. Zwei Punkte können wir also behalten. Das heißt aber, wir könnten uns jetzt zur Bank teleportieren und da den Plattenpanzer holen. Der sieht bestimmt schick aus. Was sollten wir erst machen, wenn unsere Lebenspunkte langsam gegen Null gehen, was nicht mehr allzu lange hin ist. Nix. Und nix. Also wenn das so weitergeht, werden diese 11 Amulette noch richtig lange dauern. Ein Sturmschwert. Können wir alles verkaufen. Wir haben jetzt ein Money Sink Sondergleichen gefunden, nämlich die grüne Essenzen. Das heißt, sobald wir jetzt ein bisschen was an Geld über haben, werde ich einfach ganz viele davon kaufen. Weil wir immer wieder Heilung brauchen. Und ich würde ehrlich gesagt, ich würde ehrlich gesagt auch ganz gerne ein paar Punkte in grüne Magie weiter investieren. Aber wir haben nie so wirklich Punkte über. Weil jetzt müssten wir eigentlich schon wieder Schwerter und Streitkolben erhöhen. Dann hätten wir keine Punkte mehr für Bogen über, keine für Zauberstäbe, keine für bessere Tränke und schon gar keine für hier unten die Heilung. Also irgendwie, nee. Eingang zum Mausoleum Magnum. Hier ruhen in Ehren die großen Nekromanten. Ah ja, sehr schön. Aber, erstmal Shift 1. Kurz heilen. So, Shift 4. Da rein. Und dich mitnehmen. Und dich woanders hinbewegen. So. Dich ausrüsten. Sehen richtig stylisch aus. Das erinnert mich ein bisschen an eine von den Rüstungen aus Baldur's Gate 2. Die war auch so komisch türkis. Immer ein wenig irritiert. Aber ja. Ist die überhaupt wirklich besser? 188 Schutz. Ja, doch, dezent. Das heißt, das kann alles vertickt werden hier. Edelsteine, Speere, Schwerter. Sehr schön. Zoran. Fast erwischt den doofen Dieb. So, verkaufen. Du weg. Du weg. Du weg. Die Gunst brauchen wir. Streitkolben weg. Dolch weg. Noch mehr Speere weg. Kommt richtig Gold zusammen langsam. Du weg, du weg, du weg, du weg. Alte Rüstung weg. Stinknormaler Pfeil weg, weil er Platz wegnimmt. Rote magische Essenz, nein, die sollte nicht weg. Aber der rote Schleim kann weg. Das ist ein angebrochener Stack, den braucht man nicht. Und du kannst da runter. Was haben wir hier? Stab des Feuerbolzen, sogar noch mit Ladung. Du bist leer. Aber komm, nimm das mal da. So, kaufen. Wir hätten gerne... Wir hätten gerne 1, 2, 3 Punkte des Lebens. Die verkaufen wir weiter. Die benutzen wir nicht. Das, ne? Musst dir keine Sorgen machen, Zoran. Was noch? Nahkampfschutzrückkehr. Phasentür, ich glaube, das haben wir alles noch. Das Einzige, was wir verloren haben, sind die ganzen Tränke. Die müssen wir irgendwann mal wieder neu machen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt zum Koch uns teleportieren, wird dann nicht so viel herstellbar sein. Genau. Ein Regenerationstrank. Ja. Und das war's dann auch. Na gut, zurück zu dir.
speichern. Und jetzt wieder in die Krüfte. Zu dem einzigen Teleporter, den wir da haben. Genau, den da. So. Und jetzt werden die Skelette hoffentlich nicht mehr so stark raufhauen können. Ja. Okay. Oh. Wir brennen. So. Oh. Oh. Respawn? Fragezeichen. Warum? Oh. Gleich zwei Waffen zum Verkaufen. Oh, einer sogar blau. Aber halt Speer. Speer hätten wir echt nicht skillen sollen. Haben wir überhaupt? Nö, haben wir gar nicht. Sehr gut. Weil, ja, es ist manchmal praktisch, aus der Distanz anzugreifen. Aber ich denke mal, gerade sowas wie Untote werden sich davon überhaupt nicht kitzeln lassen. 45 Münzen. Sehr schön. Ne, komm. Spawnt ruhig alleine. Wir gehen mal weiter. Und zwar in die falsche Richtung. Okay, komm hoch. Zack, zack, zack. Kommst du nicht mehr nach oben. So. Münzen. Oh. Nö. Ich würde gerne eine Sache nach der anderen machen. Zack. Zack, zack. Und zwar müssen wir dazu hier runter. An denen vorbei. Die ignoriere ich jetzt einfach. Komm, 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 komm. Ich will in die Halle der Nekromanten. So, dann guck nochmal. Du solltest nicht die Toten stören. Super, Zera. Ist ja nicht so, dass die Toten uns die ganze Zeit gestört haben. Och, komm schon, Zera. Sei nicht so abergläubisch. Sie sind tot, schon seit langen Zeiten, richtig? Das kommt jetzt schon ein bisschen komisch, wenn wir jetzt schon seit ein paar Folgen nach gegen Untoten kämpfen. Okay. Diese Gotteslästerung wird nicht ungestraft bleiben. Der Tod wird Vergeltung üben. Okay. Schwarzes Amulett. Und das gibt ganz viele göttliche Essenz. Müsste es jedenfalls. So, ein Amulett haben wir schon mal. Fehlen nur noch 10. Hui. Au. So, Zeit für eine Heilung. Und Amulett Nummer 2. Wow. Wow. Rutsch. Oh, oh. 4 Stück. 5 Stück. Garstig, garstig. Wie viele göttliche Essenzen haben wir jetzt? 99. Wir hatten noch eine Quest für die, oder? Muss ich näher mal gucken. Aber ich denke mal, die werden wir jetzt voll bekommen, egal wie viele haben wollte. Zack, zack. Stimmt schon. Warum sind so viele hier? Ich habe doch noch nicht mal den Sarg aufgemacht. Okay, jetzt du. Und spawn. Okay. Au, au. Au, au, au. Frag mich gerade, wenn wir einen Magier gespielt hätten, ob es dann Flächenzauber geben würde. Das wäre hier echt praktisch. Einfach in eine Richtung laufen und dann da in die Richtung so ein Feuerstrahl über die ganze Richtung geht. Und alles verkuckelt. Aber ja, hätte wenn und aber. Alles nur Gelaber. Na komm, hops. Zack. Aber momentan überleben wir eigentlich nur, weil wir immer kurzfristig unsterblich sind, wenn wir getroffen werden. Dann können wir derzeit ein, zwei töten. Oh.